Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to bring you this look at the future stars in the sport of golf. From the eastern shores of Wisconsin and Whistling Straits, it's live third-round coverage of the Wisconsin Open. Well, if yesterday was any indication, we should be in for a memorable weekend of golf here as we take in the leaderboard on this Saturday. A number of folks in contention, including our leader. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind angelangt. Moving Day steht heute an. The Moving Day auf der Korn Ferry Tour, unserem Turnier auf Whistling Straits. So ist richtig, nicht Wrestling, sondern Whistling Straits. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und auch alle die, die die letzte Zeit hier Kommentare geschrieben haben, um Däumchen dagelassen haben, ich sage recht herzlichen Dank dafür und freue mich auch über die neuen Abonnenten, die auch zukünftig hier bei uns auf dem Kanal mit dabei sein wollen, wenn wir hier zusammen abschlagen. Das werden wir jetzt gleich tun und damit in die dritte Runde starten. Ihr wisst Bescheid, der zweite Tag, wir haben, ja, ich sage mal, doch einigermaßen souverän will ich es nicht so formulieren, das war es auf gar keinen Fall, aber wir haben den Cut geschafft und sind im Moment an 17. Stelle mit 2 unter Par, aber haben uns ein bisschen nach hinten orientiert auf dem Leaderboard. Das soll jetzt heute anders werden. Wir werden mal schauen, dass wir heute ein bisschen mehr und ein bisschen konzentrierter hier auf den Grüns sind, denn besonders im Bereich Putt haben wir dann doch, ja, ich sage mal, nachgelassen. Also Freunde, das muss heute das Ziel sein, den Moving Day zu nutzen, um vielleicht wieder unter die Top 10 zu kommen, um dann am Finaltag eventuell angreifen zu können. Aber dazu brauchen wir natürlich wieder hier ordentlichen Score. Und wir sehen, dass die ersten hier draußen sind mit Today. Oh Mann, Thomas Jennings, minus 9 hat er jetzt heute schon gespielt. Also das scheint, die Bedingungen sind für niedrige Scores gemacht. Und wir schauen mal ganz kurz auf den Wind. Okay, der Wind ist wieder moderat, so wie am zweiten Tag, so um die 7 rum. Am ersten Tag war es deutlich mehr, manchmal 10 bis 12. Aber er hilft uns, weil wir jetzt Rückenwind haben. Und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Par 4, 405 Yards. Und wir gucken, dass wir wieder hier oben reinkommen, damit er dann links runterrollt. Okay, Freunde, ich wünsche uns ein schönes Spiel. Dritte Runde, Whistling Straits. Jo, das sieht gut aus. And that a wonderful tee shot. It's in the fairway here to get this Saturday started. 308 Yards total, das ist ordentlich, das ist gut, aber natürlich dem Rückenwind geschuldet. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. Yes, hello Rich. What a treat we're in for today. The backdrop of Lake Michigan and over 1,000 bunkers. Some reports say 1,012, so finding the fairway essential around this track and we're off to a solid start. So, wir haben Rückenwind, das geht ein bisschen runter, ein 54er Wedge und mit dem Finesse-Schlag sollten wir eigentlich ein bisschen weniger Spin haben. Dennoch wird er spinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Dann werden wir das einfach mal so probieren. So, ein bisschen noch rechts, denke ich. So, jetzt kommt ein bisschen Spin, Beiß. Ah, schade. In Golf, you know, you've heard the term mulligan. You'd love that to do over there, wouldn't you? I mean, that's just, that's very poor from that range. So. Steven is at the first green, this for birdie. Well, this will gather a little bit of speed, but not a great deal. Maybe a slither of break, but not a lot to talk about. Okay, wir müssen einfach ein bisschen aufpassen, was das Tempo angeht. Da haben wir am zweiten Tag doch uns ein bisschen immer verschätzt. Es geht bergab. 4 Inches, 3 Inches. Okay, da werden wir auf jeden Fall kürzer bleiben. Ansonsten sehe ich ein leichtes Break von links nach rechts.
Und gegen Ende müsste er dann stärker rüberbreaken, weil der Ball langsamer wird. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht noch ein bisschen kürzer. Jo, da bin ich mal gespannt. Ja, es... Komm. Ah, okay. Nun gut, Tempo war okay. So, 2. Wie 2? Nee. Okay, Tevin. Here at the first, and he'll stay at 200. We move on to the 597-yard second, the shorter of the two par fives on the front. Gentle dog leg left. If you go for the green in two, beware of a deep pot bunker 35 yards short of the putting surface. So, Par 5 meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere, oder doch ein Par 4, ein langes Par 4, so war es, glaube ich. Nein, doch ein Par 5, 590 Yards, ja, natürlich, ganz klar. Jo, also auch hier drückt der Wind von rechts rüber und hier haben wir natürlich auch ein Gefälle, das Fairway fällt nach links ab und deswegen müsste das eigentlich so, wir könnten noch ein bisschen mehr machen und ein bisschen flacher schlagen, da müsste er noch ein bisschen Roll kriegen. Ja, soweit sieht es ganz gut aus. 259 Yards Carry. Jo, fast 300 Yards. Okay, jetzt schauen wir mal. Aber ich vermute, wir kommen wieder nur. It's a long and slender hole, very challenging, and being on the right-hand side makes it even more so. We're looking at a blind second shot with that pot bunker just 35 yards short of the green, making it even more tough. So, das müsste eigentlich passen, weil wir ja gerade nicht so bis zum Bunker kommen. Oh ja, doch, diesmal rollt er noch ordentlich. Sehr schön. Und die Fahne steckt kurz. Well, just a good solid shot right there with that three wood, Frank. That's an aggressive layup, really. Trying to force that three wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. Ja, 16, gehen wir auf 15. Okay, dann schauen wir doch mal nach vorne, was da passiert. Das Ganze ja, am Anfang, ja, okay, da wird er wohl ein bisschen nach links springen. Okay. So. Ja, er startet schon gleich nach links. Ja, komm, bleib liegen. Okay. Das wäre jetzt wieder eine Birdie-Chance und jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. A six-footer now for Birdie. Ja, es geht bergauf. Das ist eigentlich immer gut, wenn es bergauf geht, aber zu viel halt auch nicht, sonst rollt er uns wieder über die Kante. Stopp. Das Ganze bricht eher von rechts nach links. Okay. Eher von rechts nach links. Yeah, well done. It's a birdie here at the second. And he gets it to 1-under for his round. 3-under for the week. So, das hat jetzt erstmal gepasst. Now to the first par 3 on this golf course. It's the third, about 188 yards. Yeah, big green with lots of undulations and it moves the ball from that right side towards the left, towards Lake Michigan. But club selection, important here. Jo, dieses Par 3 ist ganz geschmeidig und wenn ich das jetzt richtig sehe, natürlich, jetzt haben wir ganz da hinten den Stock. Das wird spannend. Deswegen, während ich noch ein bisschen hier überlege, versuche ich Zeit zu schinden, indem ich jetzt nochmal ganz kurz auf eine Frage einging, beziehungsweise in den Kommentaren stand, ich soll doch jetzt bitte im Finale, in der Finalrunde doch einstellen, hier bei den Tour-Settings, dass man mit jemand anderem zusammenspielt. Also das geht jetzt immer noch nicht und ist auch fast leicht erklärbar, weil logischerweise, wenn jemand mitspielt,
spielen soll, dann muss er ja auch in Anführungszeichen hier bei uns existieren. Und das sind eigentlich nur die Spieler, die auf der PGA-Tour sind. Hier mit Ian Poulter oder eben mit John Spieth oder Scheffele oder wie sie eben alle heißen, Jason Day, Tony Finau und so weiter. Und deswegen wird diese Funktion auch nicht hier in der Contrary gehen. Also wir können hier genauso wenig einstellen, was das Tour-Setting oder das, ja genau, das Tour-Setting angeht, wie auch auf der Amateurrunde. Also das heißt, wir werden immer alleine spielen, aber dann später auf der PGA-Tour, da haben wir dann immer die Möglichkeit, noch mit jemandem zu zweit zu spielen oder im Flight zu spielen, was die Sache natürlich auch ein bisschen interessanter macht. So, interessant ist für mich jetzt natürlich hier definitiv der Schlag. Der Wind geht natürlich hier nach links. Das würde einem Draw natürlich helfen. Auf der anderen Seite müssen wir hier extrem aufpassen, weil hier natürlich alles dann den Berg runtergeht. Fällt der Ball hier rein in diese Welle, dann springt er unheimlich nach links und kriegt Speed. Und ihr seht es ja, hier drüben sind zwar Bunker, die sollen dann den Ball fangen. Aber aus den Bunkern hier hochzuspielen, das ist dann natürlich schon wieder eine Kunst. Deswegen würde ich jetzt hier... ein Eisen 7. Wenn das natürlich dann hier drin zum Liegen kommt, dann haben wir hier eine Mordswelle zu spielen und das macht es auch nicht einfach. Der Draw macht natürlich den Schlag länger, dann auch noch zusätzlich der Wind, der den Ball rübertreibt. Also da müsste man echt vorsichtig sein. Eisen 6 hoch angespielt. Was sagt denn der Wind, wie er dann fliegt? Na, stopp hier. Quatsch. Nein, zack, zack. Jetzt haben wir es. So müssen wir umschalten. Okay. Er würde dann da reinfliegen. Ja, einen Draw will ich eigentlich gar nicht spielen, sondern ich würde den hoch anspielen wollen, damit er zum Liegen kommt. Er soll dann eigentlich da runterrollen, aber da bin ich mal gespannt. Okay, er nimmt die Kurve an. Aber er ist lang. Nee, das ist gut. Er rollt den Hang runter. Und bleibt eben auf der unteren Ebene liegen. So gehört sich das. Und wir haben jetzt einen vermeintlichen Birdie-Pass. Okay, that one's dancing. Ja, weil wir haben wenig Break. Noda Begay is down there. Yeah, it's just very slightly up the hill. I don't think it's going to move more than a ball or so to the right. Ja, wir haben wenig Break. Das Break geht von links nach rechts, aber wenig. Dafür geht es auch bergauf. Aber wenig Break. Nicht, dass er uns da wieder über die Lochkante rüberrollt. Was ja auch in letzter Zeit man sehr, sehr viel sieht, ist natürlich genau diese Bälle, die über die Lochkante rollen und dann abgelenkt werden. Und erinnert euch ja an, ich glaube, die 5 war es, an diesen wirklichen 360. So. Wenn ich weniger Gas gebe, dann bricht er dann mehr. Ja, wir versuchen es so mit linker Lochkante vielleicht ein kleines bisschen mehr, weil er müsste auf jeden Fall brechen. Ja, ist zu viel. Ah, ist zu viel. Got it there, but not quite on target. Also das Break war mehr. So meine ich mit zu viel. Natürlich war es zu wenig angehalten, zu wenig Break. Kalkuliert. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Ein bisschen rüber. So that safely in, it's a par here at the third. And he'll stay at minus 3. Ja, die paar 3 sind alle sehr knackig hier auf dem Platz und da ist man über ein Pärchen natürlich immer froh. The hardest hole on the course, the intimidating 494-yard par 4 fourth. Many players avoid the mounting on the right side of the fairway, only to bounce their tee shots left toward the bunkers and dunes that fall off toward Lake Michigan. Jo, und wieder mal kann ich mich an dem Anblick nicht satt sehen. Einfach fantastisch, diese Bahn. Sehr schön. 500 Yards, das ist jetzt dieses knackige Par 4, wo wir eigentlich nicht bis da hinten reinkommen. So, nochmal hier ein bisschen. So, wo wir eben nicht bis da links reinkommen. Die Tourspieler schaffen es natürlich dann, den Ball bis da runter zu schlagen. Das wird uns nicht gelingen und das müssen wir auch nicht. So, ja, schauen wir mal. Das müsste so passen. Dann wieder ein bisschen flach anspielen.
Oh, der geht ein bisschen früh links. Ja, ne? Ja, doch. Passt, passt. Yeah, nothing to fault there. Good balance. Ja, jetzt liegen wir auch schön hier oben auf dem Plateau, flach. Das ist eigentlich gut für einen Eisenschlag. Und ich denke, das müsste man doch mit dem Vierer erreichen können. Oh, sogar mit dem Fünfer. And the fourth here at Whistling Straits is challenging enough. You just have to find the fairway. That's what we've done here. So, still a chance of making a par or better. Ja, das müssen wir andersherum machen, weil das macht keinen Sinn, dass der Ball hier landet. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir müssen hier auf dem flachen Gelände landen und den dann rein faden lassen. Anders geht's nicht oder anders macht's wenig Sinn. Okay, reicht uns das Sechser? Wir machen nichts, dann müsste er ein bisschen ausrollen. Natürlich drückt der Wind dagegen, der Fade macht ihn auch etwas kürzer. Okay. Versuchen wir es so. Der Fade ist erstmal gut. Ja, könnte sogar, hätte er noch ein bisschen mehr sein können, aber wir liegen fast pin high, würde ich sagen. Sehr gut. Now this for birdie. From my vantage point, I don't see a whole lot of break. He should have a good run at this one. So, jetzt geht's da vorne anscheinend wieder ganz schön runter, 4 inches. Interessant. Interessant. So, das Break. Am Anfang breakt es ein bisschen nach links und dann ab der Mitte nach rechts. So, vorhin hat er zu früh, da ist er zu früh rechts rum. Deswegen müssen wir da ein bisschen mehr machen, diesmal als linke Lochkante. Noch ein bisschen mehr. So, jetzt muss er nochmal ein bisschen Gas geben. Ist nicht dein Ernst, oder? Bit more, but he couldn't quite get it there. Oh. So, ihr kennt ja die 10-Sekunden-Regel. Jetzt könnte ich den Ball ansprechen und 10 Sekunden warten, ob er noch reinfällt. Aber das wird er nicht tun. Daran glaube ich nicht in diesem Spiel. Sodass der Wind ihn vielleicht noch reindrückt oder das Grashalm sich dann unter dem Gewicht biegt und er dann reinfällt. Also deswegen... Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll remain right where he is. So, einen Schluck trinken gegen die Frustration. Here at Whistling Straits, and they call this hole Snake. Frank, how do you avoid getting bitten by it? Well, if you go left, there's water. If you go right, there's water. This hole is anything other than straight, so it suits its name. Somehow find the fairway. Best way to play this is treat it as a three-shotter. So, ich werde euch jetzt nicht mehr die Geschichte von DeJambeau erzählen vom Ryder Cup. Das dürftet ihr jetzt zu Genüge wissen. Wir konzentrieren uns gleich mal wieder. Und ja, wie gesagt, das war jetzt gerade ein bisschen... Dieser kleine Kick hätte uns noch ein schönes Birdie gebracht. Darauf hätte ich mich sehr, sehr gefreut. So, der Wind kommt leider diesmal entgegen. Das heißt, wir werden den schon hier ein bisschen weiter rechts platzieren müssen. Und wir werden vermutlich auch nicht viel Gelände oder zusätzliche Weg schaffen. Oh, da habe ich gleich gemerkt, dass was nicht gestimmt hat hier im Controller. Aber ja, komm, der wird noch ein bisschen rechts rüberlaufen, gehe ich von aus. Ja. Der Nachteil ist jetzt, dass wir natürlich sehr, sehr weit weg liegen. Jetzt haben wir mindestens 30, 40 Yards verloren. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Ja, gut, also unser Holz haben wir ja auch ein bisschen mit Specs gelevelt. Und da sind wir eigentlich, wie ist die Control, haben wir eigentlich gut. Also eigentlich können wir mit dem Holz wirklich sauber da rein. Das müsste er packen. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob da noch ein bisschen, ja, wir machen vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen einen Draw rein. Oh, das war ein bisschen wenig Gas, aber naja. Passt schon. Das passt schon. Er hat noch viel Roll. Gut. Das sind 265 Yards mit dem Holz 3. Das ist gut. Das ist gut. Okay, ein Pitch.
Ja, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, was er auf der rechten Seite mir zeigt für einen Shot-Type, ne, dass ich wieder mal aus Versehen pitche, anstatt wenn es ein Approach ist oder umgekehrt. Und bei einem Pitch müssen wir die Landezone auf jeden Fall, weil ja Roll hat, müssen wir verkürzen. Also gehen wir mal auf 50. Ja, jetzt schauen wir uns das nochmal an hier. Es geht ein bisschen zum Stock und es geht ein bisschen rechts, links rüber. 50. Okay, und es geht ein bisschen bergauf. Okay, wie gesagt, Ziel sollte immer sein, dass wir ein bisschen an den Stock kommen, damit wir hier vielleicht noch ein Birdie spielen können. Also der Wind kann eigentlich nicht so hier das Thema sein. Ich verstehe das nicht, ich finde es immer interessant. Okay. Rollt dahin, er rollt schon ganz schön rechts weg, aber wie gesagt, die Welle macht ein bisschen links rüber, also die Länge war hervorragend. Wieder mal Pin High. Tja, Freunde, auch das wäre jetzt eigentlich eine Birdie-Chance. Wir sehen, dass er nur vorne ein bisschen, wir haben, es geht ein bisschen bergab. Da vorne, kurz vor einem Loch, dann hat er ein bisschen Break. Level. Wird er uns wieder übers Loch laufen? Oh, der geht wieder rechts vorbei. Es darf doch nicht wahr sein. Rechte Lochkante. Und er kommt nicht rüber. Das ist schon ein bisschen witzig, muss ich ehrlich sagen. Der hätte viel früher breaken müssen. So, jetzt gucken wir nochmal bergauf. That one finished off. It is a par here at 5. Ja, ja, gut. Zumindest nicht das Bogie wie beim letzten Mal. Kein Dreipad, aber ist schade, war wieder eine gute Birdie-Chance. Well, Rich, finally a par 4 that's not overly long. There's a little bunker down the left. That's about 250 yards. Shouldn't have a problem carrying that, but it's the next two, just up ahead around the 330. Mark, just keep it a little short of that. Short iron in. So, das ist jetzt so ein bisschen die Fahnenposition, die man als Longhitter gerne hat. Links in den Hang rein und dann den Ball so hier durch diese Engstelle durchlaufen lassen, dass er dann rechts in den Hang runterrollt aufs Grün. Aber davon können wir nur träumen. Also wir werden höchstens vor dem Bunker hier zum Liegen kommen. Aber ich möchte mal ganz kurz schauen, wie es jetzt hier auf dem Leaderboard aussieht. Okay, minus 19 reingekommen als bestes Tagesergebnis, eine 63. Respekt, Respekt. Hier ist einer mit einer minus 4 unterwegs. Andere starten erst noch, natürlich die, die vor uns liegen. Und gut, mit diesem Birdie haben wir uns ein bisschen, glaube ich, um 1-2 Positionen verbessert. Aber das ist natürlich noch nicht das, was wir haben wollen. Also wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Geteilter Fünfter mit einer minus 5 im Moment, minus 6. Also wir sollten schon schauen, dass wir hier wieder in die 60er kommen. Okay, Freunde. Der Wind, der Wind. Wenn wir ihm ein bisschen den Fade mitgeben, dann rollt er natürlich noch ein bisschen mehr runter. Okay. Ja, fängt ein bisschen weit arg links. Aber ich glaube, das passt soweit. Ja, und jetzt rollt er noch ein bisschen. Gut. 298 wieder. So, bis hierher passt es. Iona, a second coming up. Yeah, and this sixth hole is the shortest on the front nine, known as Gremlin's Ear. That's because of the unique shape of this green. Thankfully, the pin today is in the front portion. Definitely more accessible, but beware of those bunkers short right. So, das 60er müsste auf jeden Fall spinnen. Ah, falsch rum. So, das 54er müsste wenig spinnen. Vorhin ist es, glaube ich, auch sogar fast liegen geblieben. Jetzt schauen wir mal. Das Ganze geht hier. Das Ganze geht hier nach rechts.
Naja, es wäre ein einigermaßen, von hier wäre es ein ordentlicher Putt. Okay. Naja, wenn er rechts vom Stock liegt, dann haben wir auf jeden Fall einen Bergauf-Putt. Hier ist es so einigermaßen eben. Okay. Jetzt schauen wir mal, was der Wind sagt. Okay, der Wind will ihn auf jeden Fall weiter dort. Und es geht ein bisschen bergab. 11 Fuß. Dann müsste er auf jeden Fall runterfallen und liegen bleiben. Okay. Ja, geht noch ein bisschen zum Stock. Und macht er noch was? Ja, okay, das ist nicht genau das Plateau, was wir treffen wollten. Aber nun gut. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. Ja, weil jetzt haben wir nämlich das, was hier praktisch der Berg ab, haben wir jetzt als seitwärts. Naja, okay, es geht Level. Level machen wir dann ein bisschen mehr. Aber das Problem ist definitiv in der vorderen. Ja, okay, das ist schon jetzt ein ordentliches Break. Auf jeden Fall. Auf 17, auf 16, das werden wir spüren. Ja, das ist zu viel. No. Das waren zu viel. In beidem, im Tempo und im Anhalten. So, was spricht da ein bisschen bergauf? Safely in for par here at the sixth. And he'll remain right where he is. So, wir haben noch drei Bahnen hier. Auf den Front? What an interesting par 3 this is. The 7th is 221 yards. There is trouble to the right and it is nicknamed Shipwreck. I think those people that decide to go straight at the flag, then that's where they will pay a high price. There's nothing wrong with being a little left of the flag here. So, er will, dass ich hier mit einem Eisen, mit einem Holz reinschlage. Das werden wir natürlich nicht tun, denn hier das Ganze fällt ja ab und wir müssen hier bis sehr weit links eigentlich reinkommen ins Grün, denn er wird dann da auf jeden Fall runterrollen. Ja, okay. Das Hybrid ist mir zu lang. Da kommen wir nicht zum Liegen. Das müssen wir auf jeden Fall mit dem hier machen und dann wird er in den Hang gehen und dann rechts runterrollen. So, okay. Jetzt schauen wir mal. Wir nehmen also nicht zusätzlich. Wir lassen den Wind für uns arbeiten. Neun. Okay. Acht. Ja, so wild ist es nicht. So wild ist es nicht. Das kommt eher durch diese Hanglage. Also jetzt direkt bergab geht es nicht, aber es ist eher diese Hanglage. Eisen 4. Mitte grün sollte der zum Landen kommen. Das wäre nicht verkehrt. Er startet mir ein bisschen zu weit rechts. So, jetzt schauen wir mal, wo er zum Liegen kommt. Bleibt er auf dem Grün? Er bleibt auf dem Grün und so fällt. Ja, und somit ein guter Schlag eigentlich. So, es geht wieder ganz leicht bergab. Ja, so leicht auch nicht. Das ist wieder sowas hier. Wir haben nur wenig Break am Anfang und dann gegen Ende, wenn er langsamer wird. Na, geht wieder rechts vorbei. Na, weil es zu langsam war. Ja, das sind alles keine schlechten Putts heute. Wir bringen uns mit den Putts jetzt nicht, sage ich mal, in die Bredouille. Aber uns fehlt halt auch das Glück, dass er wirklich diese Zentimeter... Ja, es ist halt, wie es ist. Damit muss man leben. Solche Tage gibt es nun mal.
And he'll stay right where he is. So, 18. mittlerweile. This one have enough going on for you. 506 yards, and it's a par 4 this 8th hole. Count them. There are more than 100 bunkers on this hole. So what you need to do is favor the left side, because if you don't, there is that steep drop-off right into Lake Michigan. All those dunes, all those bunkers on the right. Focus. Focus. Yep. Yep. Überall sind Dünen oder Wasser oder sonstige Sachen, absolut richtig. 498 Yards, auch das ist ein forderndes Par 4, auf jeden Fall. Aber es geht da hinten natürlich ein bisschen dann bergab. Aber wir wollen trotzdem schauen, dass wir hier ein bisschen Meter machen können. Und das müssten wir dann hier über links machen, ein bisschen rein faden, damit er noch ein wenig läuft und ein bisschen low. So, läuft er jetzt an dem Bunker vorbei? Ja, der läuft hier das Fairway runter. Gut. No issues here. That is into the fairway. Okay, Mitte Fairway wieder. 265 Yards, das ist gut. Breeze at his back shoulder as he lines up his second from the fairway. Ja, ja, also, da spielen wir auf keinen Fall hier mit dem Hybrid oder was ähnlichem. Ich meine, es geht bergab. Wir haben Seitenwind. Eisen 5 müssten wir doch. Eisen 6 ist zu wenig. Glaube ich nicht, dass er bis hin rollt. Okay. Was macht er, wenn er vorne aufkommt? Hier links sollte er nicht reinfliegen. Dann kriegt er einen Kick. Wenn er hier landet, dann wird er nicht allzu viel machen, bin ich der Meinung. Okay, dann lassen wir den Wind ein bisschen arbeiten. Das Fünfer müsste relativ schnell zum Liegen kommen. Oh, er darf nicht darüber rollen. Ah, verdammt. Verdammt, das war... Da haben uns jetzt die Zentimeter gefehlt. So, rough bedeutet, dass wir ein paar Prozent Geschwindigkeit einbüßen. So, deswegen hier auf 10. Das Ganze springt nach links. Reicht uns 10. Es geht berghoch. Bisschen hoch anspielen. Okay. Dann hoffe ich doch auf ein gutes Up and Down. Oh ja, es geht berghoch, obwohl er hier Level sagt. Das ist interessant, er zeigt hier überall Level an, aber hier zeigt er dann doch ein ziemliches Bergauf. Und man sieht es auch an den Linien eigentlich, dass das uns entgegenkommt. So, jetzt ist wieder die Frage, reicht das oder haut er uns rechts ab? Okay, good roll there. It is a par here at the 8th, and he'll remain right where he is. So, eins unter nach 8 Bahnen. Not exactly the easiest way to finish the front 9, that's for sure. Slight bend to the right. Ideally, you want to hit it down that left side. Otherwise, you might be blocked out with that second shot. Ja, also im Moment sieht es so aus, dass wir ordentlich spielen, aber unsere Birdie-Chancen nicht nutzen. Aber uns auch nicht, ich sage mal, jetzt wirklich in die Bredouille bringen oder in die Gefahr zu Bogies. Aber das ist natürlich immer alles relativ. So, wir spielen den Ball da rein. Und zwar versuchen wir auch wieder, dass er ein bisschen rollt. Okay. Ja, startet ein bisschen rechts, aber das ist okay. So, schafft er die Welle da noch. 175, Eisen 6, Eisen 7, okay. Okay, wir haben Gegenwind. Der müsste definitiv schnell zum Liegen kommen. Frage ist nur, ob dann das Eisen 7 wirklich das richtige Eisen ist.
wenn wir es eventuell hoch anspielen. Ich würde halt schon noch irgendwie gerne ein Birdie spielen. Ja, wir haben Wind. Also der Wind müsste eigentlich den etwas kürzer machen. Und er müsste ihn auch eher zum Liegen bringen. Okay. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. Birdie putt coming up. Down to Noda. And players of this caliber should make this on a regular basis pretty flat with just a slight movement to the left. Ja, slight movement. Und das macht es halt immer nicht leicht. Also es ist auf jeden Fall eben, das heißt von der Geschwindigkeit, aber 20 Fuß, also zum Loch werden es 18 sein ungefähr. Das heißt, er hat viel Zeit, um das Break eben anzunehmen. Und so wenig ist es eigentlich nicht. Okay, ein bisschen kürzer. Ein bisschen mehr. Komm rein. Oh, that one made perfectly. It is a birdie here at the ninth. And that's going to make this a 234 for the front side. So we begin this backside with the par 4 10th. It's 391 yards. This one's all about positioning. You want to try to keep it down the left side of the fairway because there's that deep bunker on the right. That's a 240-yard carry. That's a pretty good poke. So, Freunde, das waren wieder die Front 9. Wir hatten zwei Birdies gespielt und sind bogey-free. Wir gucken hier nochmal kurz auf unsere Scorekarte, mit der wir sehr zufrieden sein können. 34 Schläge auf den ersten 9, 2 unter. Und das heißt, auf dem Leaderboard sind wir jetzt auf dem geteilten 11. Platz. Also im Moment, will ich es mal so formulieren, in die richtige Richtung scheint es zu gehen. Wo wir dann am Ende dieser 18 Bahnen, dieser dritten Runde, dem Moving Day hier in Whistling Straits landen werden, das seht ihr natürlich dann in dem nächsten Video, wenn wir auf die Back 9 gehen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht hat. Heute war es nicht ganz so anstrengend wie in der zweiten Runde. Und wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die weiteren Turniere nicht verpasst. Ich sage jedenfalls an der Stelle wieder recht herzlichen Dank für eure Zeit. Hoffe, es hat euch gefallen, euch ein bisschen unterhalten und ihr durftet auch ein bisschen mitfiebern mit dem einen oder anderen Putt und vor allen Dingen auch mit dem, der genau ein bisschen paar Zentimeter vom Loch liegen geblieben ist zum Birdie. Ich bedanke mich und wir sehen uns auf den Back 9 und bis dahin wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel.